nur ein Schrepp. Ist das nicht die Fabrik, wo der mal mit Ethan drin war? Und mit Elektrospannwerk? Spiel mir verstecken! Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? Ah, gute Idee. Okay. Für Hilfe. Und wer kommt das Hilfe? Schreie. Oh oh. Da haben wir's. Im Wasser ertrunken. Was für eine Überraschung. Ob das jetzt wohl klappen wird? Ob wir irgendwo retten können? Ja, was wird wohl passieren? Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell. Bin gleich wieder da. Doch, das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Ist er vielleicht der Unglaubliche, also nicht der Vater, sondern der Bruder. Gott, eine schreckliche Geschichte. Ja, es ist John schreckliche Geschichte, aber im Regen, an der Hand, wie kann das jemanden Bruders zum Mörder machen? Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Aber wie, wo können wir von dem Typen vielleicht noch von dem Totengräber vielleicht noch rausfinden, wo das Haus war, wo das stattgefunden hat, wo die Baustelle war, was die Adresse ist, damit wir da vielleicht noch mal da mal auf Spurensuche gehen können. Können wir ihn noch irgendwie, wo ist denn er jetzt? Okay, das Spiel wird das abhauen. Der Mann da drüben. Ja? Charles Kramer. Gordons Vater? Was will er hier? Der Shepard gerade besuchen. Oha. Er legt Blumen auf John Shepards Grab. Das ist sehr verdächtig. Was hat er damit zu tun? Chefkoch? Ach so, wegen Koch, weil sie Koch gekocht haben. Das war jetzt das Wichtigste. Dafür haben wir ein Achievement bekommen. Okay, interessant. Und siehst du, deswegen kriegen wir mit von ihr keine Episoden mehr oder was? Was mit Ethan? Mit den zwei Inblättern? Haben wir ihn auch mal gekillt oder? Was macht er? Das Auto des Killers Paco begegnet. Entweder ist Paco der Killer oder er hatte direkten Kontakt zu ihm. Ah, wieder viel zu laute, schlechte Musik. Das war wie das die. Jedes Gerede zu leise macht.
tanzt eine Menge. Ich kann mir dieses Grauen auf der Musik was machen. Wir müssen reden. Ein weiterer Drogendealer. Ah, erschossen. Von wem? Hoffentlich ist der Mörder nicht mehr hier. Hinter der Tür zum Beispiel. Ach komm, das hättest du sehen können. Hätte man mal nachsuchen können. Das hätte man gleich mal nachgucken müssen. Und der Quick Game Events, die was dieses Überleben und Tod entscheiden. Temp-Events, bist du das? Teil 5. Und ein Event verkackt. Ich bin tot. Klicken. Das war ja sehr gut. Nein, lass ihn doch nicht entkommen. Bis auf ein Event habe ich alles geschafft. Wieso? Wieso? Verflucht seid ihr, mit den Events. Ich könnt ihr doch nicht entkommen lassen. Jetzt wo wir ihn haben. Jetzt rutscht er nochmal aus und jetzt hinterher. Mach du noch die. Richte dir noch einen Schlips, dann können wir ihn ganz bequem. Ganz ruhig. Lass dir Zeit. Er will nicht weglaufen. Der schlendert bestimmt auch ganz in Ruhe raus. Das ist dann. Sammel erstmal das Zeug auf. Das ist da. Seine Jackentasche. Ich habe sie beim Kampf abgerissen. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Im Nachlaufen ist keine Option. Ich frage für einen Freund. Jetzt sei über alle Berge, also. Ich meine. Jetzt eh zu spät. Und dann nutzt du unterwegs mal den Tatort. Paco Mendez war kein Heiliger. Schon nicht. Sein Vorstrafenregister ist so dick wie ein Telefonbuch. Ich kann nicht ausspringen und hinterhergehen. Dann ist eventuell noch im Club drin, aber noch ist er nicht durch die Haupttür raus, aber. Wieso den Killer fassen, Mann? Kaliber 45. Fängt ja mit umfangreich anwenden kann. Umständlich, weil das wohl suchen wollte. Orchideenduftstoff. Der beschissene Origami-Killer. Ja, und du hast ihn gerade entkommen lassen. Herzlichen Glückwunsch. Hat natürlich nur Spuren. Kriegt natürlich keine Fingerabdrücke. Irgendetwas hat der Killer gesucht. Es gibt nur Fingerabdrücke von
Er hinterlässt keine Fingerabdrücke im Tatort. Nein! Nein! Wie wär's mit die Leiche untersuchen? Können wir das machen? Eine Kugel genau zwischen die Augen. Sofort tot. Das ist das Einzige, was du siehst am Leiche. Das haben wir schon, das können wir nicht mehr. Das war's. Geruch. Geruch und Fingerabdruck von ihm. Wir haben doch, soweit ich weiß, eine Tasche von ihm. Stück seine Tasche, da sind keine Fingerabdrücke von dem Mörder drauf. Gut, dann gehen wir mal. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Also nix. Schlimmer geworden. Aber hat irgendwas mit hoch gesagt. Sag nicht, der ist jetzt da oben und wir können ihn dort verfolgen. Okay, vielleicht hat ihn hier noch jemand gesehen. Das war ja sehr erfolgreich. Ah. Dann bei ihm wieder. Haben das gut wie keine Informationen mitgenommen und haben den Mörder kommen lassen. Was für ein Schwachsinn. Und Donnerstag 23 Uhr. 39.
Quicktime-Events zum Aufstehen. Wen bringst du als nächstes um, Ethan? Wer muss für deine Dummheit als nächstes bezahlen? Bisher war es nur er. Letzten Buchstaben. Rainbow Lane. Na dann. Zünden wir jetzt eine schmutzige Bombe oder was? Die nächste Stufe nach Mord. Cops, hier! Ich muss hier raus. Springen übers Geländer oder wo? Du gehst jetzt wieder rein. Was ist das? Okay, Quicktime Events, die das Leben, sie zwischen Leben und Tod entscheiden. Episode 6. Wir haben ihn immer noch. Schnapp ihn! Er fliegt! Er ist auf dem Balkon! Wir dürfen jetzt nicht gefangen genommen werden. Und weg hier. Runter! Jetzt fall nicht. Das Dach. Oh. Darf ich jetzt wirklich nichts verkacken? Überraschung. Das Gebäude, was... Das ist mir gerade bei den Gittern, bei den Stäben aufgefallen. Das Gebäude, was einst eine Baustelle war, wo wir hier... wo der gestorben ist und wo auch unser... Ich würde so hassen. Das Gebäude, wo die ganze Zeit der Sohn im Schacht war, ist dieses Hotel. Der Origami-Killer ist der Hotel-Rezeptionist. Als ob. Nein. Hier geht's nicht weiter. Sie sind am Stellen. Und weiter. Mit dem verkämpft jetzt das Boot. Vom Auto angefahren. Grand Theft Auto. Willkommen bei GTA 5. Was war denn das? Das Stöhnen. Meister der Flucht. Jetzt machen wir mit ihm weiter. Scott Shelby. So heißt er. Hat er sie immer noch an der Backe? Natürlich. Lauren? Es tut mir leid, Scott.
Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Bitte was? Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Die Idiotin hat... Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das war sowas unklar. Nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Gut, wer hat's gesagt? Der nächste Tod. Ah, Quick Game Events, Leben und Tod. Part 28. Liebes! Das verdammte Seil hält. Ich brauche etwas, um es schnell durchzuschneiden. Lauren, aufwachen! Lauren! Okay, was können wir machen? Wo sind wir? Was? Als ob das jetzt eine Rolle spielt. Die Wichse lassen uns absaufen. Es gibt nichts, womit. Ich sehe hier nichts. Dass er hier hält und ich weiß nicht wo. Sowas von tot. Du. Ausgerechnet das. Was mache ich? Ja. Sag das mir vorher. Was? Durchschneiden. Nein, nicht. Ich tu. Ja komm, ich sehe doch, wie ich's mache. Was? Ich zerstöre gerade meine Maus. Teufel! Und raus hier! Sie ist doch jetzt nicht dein Problem. Raus hier. Die Verräterin ist geworden. Schade um sie, aber. Bastard! Ich bring ihn um. Wenigstens. Er noch am Leben. Einen Tod weniger zu verantworten. Mal sehen, wie viele auf dem Weg noch sterben. Und was willst du jetzt machen? Was ist deine Idee? Selbstmord betreiben.
Genie. Du hast ein Security umgebracht. Genius. Rückt ja mir, wenn es über jemand tut. Episode 327. Wir schließen es durch das Haus. Er ist gut im Schießen. So, wie viele Security-Männer hat er? Lange kann das gut gehen. Und er hat noch nicht nachgeladen. Wie viele Schuss hat er in seine Pistole? Stopp! Nicht weiter! Ich schieße! Blöder Wichser! Jetzt fragt uns erstmal, was man im Grab getan hat. Gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. Sie Scheißlügner. Raus mit der Wahrheit. Nein, nein, bitte. Ich weiß nichts. Letzte Chance. Ich weiß nichts. Ich schwör's. Ich weiß überhaupt nichts. Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles! Ja. Ich bin gespannt. Erzähl. Goldie wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Er entführte das Kind. Ein Trittbettfahrer. Er hat ihn zu lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall. Ein dummer Unfall. Warum will jemand so sein wie der Origami-Killer? Er hat's mir erzählt. Er weinte. Es tat ihm alles so leid. Mhm. Was es auch war. Gott. Warum? Goldie ist mein Sohn. Aber warum? Bringt er den Detective und seine. Will er den Detective und seine. Es ist nicht. Es ist nicht die ganze Wahrheit. Der Junge, das Opfer. Erzählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Es ist aber nicht die. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. Das ist vielleicht die ganze Wahrheit. Nö. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Wer ist das? Ein Shepard. Okay. Da war schon mal eine Spur. Die kleine Lauren war eine Hure. Vergessen Sie sie. Arbeiten Sie für mich, Shelby. Ich zahle gut. Prügeln zu Tode. Dann können Sie alle Mädchen haben.
halten Sie verdammt das Maul. Kapiert? Schnauze. Nicht zu tot, aber. Ja, zu Schwede. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da! Ich sehe nicht ein, wieso ich ihm jetzt helfen sollte. Schönen Tag noch. Shelby! Kommen Sie! Ich befehle es Ihnen! Kommen Sie! Ich muss ihn nicht töten, ich muss ihn aber nicht retten.